Die Tiefsee ist keine leere Wüste, sondern in der Tiefsee gibt es eine enorme Vielfalt des Lebens und dieses Leben kommuniziert. Auf der einen Seite mit Lichtsignalen, aber auch mit Geräuschen. Und wir haben gerade erst angefangen zu überlegen, wie still muss der Ozean eigentlich sein, damit wir die Meerestiere nicht stören bei ihrer Kommunikation. Oder wie verändert der Mensch mit seinen vielen Geräuschen auch die Soundlandschaft des Lebens in der Tiefsee? Mich fasziniert, dass der größte Raum der Erde ist, der belebt ist. Und wir wissen so wenig. Dieses ganze vielfältige Leben, die Rolle des Ozeans, der Tiefsee für die Stoffkreisläufe schon seit Beginn der Erde, das ist wirklich noch für ganz viele Jahrhunderte ein unbekannter Raum für uns Menschen. Als Kind habe ich viele Geschichten gehört von meinem Großvater, der zur See gefahren war, und habe dann begeistert Abenteuerromane gelesen, die Schatzinsel, Jules Verne, 20.000 Meilen unter Meer, und habe mir vorgestellt, wie es sein müsste, Entdecker oder Pirat oder Kapitän zu sein. Und ganz langsam hat sich dann die Idee durchgesetzt, inspiriert von Hans Haß und Jacques Cousteau, ich könnte auch Meeresforscher sein. Antje Boetius' Weg in die Forschung beginnt in Hamburg. Hier studiert sie, entdeckt die Seefahrt und die Tiefsee. Auch heute, nach fast 50 Expeditionen, treibt sie die Neugierde auf das Unbekannte an. Der Bedarf an Wissen ist groß, über die Rolle der Ozeane in globalen Zusammenhängen, über die Konsequenzen unserer Lebensweise für diesen unbekannten, empfindlichen Lebensraum. Dank der Meeresforschung wissen wir heute, dass selbst kleine Veränderungen große Folgen haben können. Für die Menschen und auch für die Tiefsee. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Wissen, das Forschen und Entdecken ein Teil der großen Frage ist, wer sind wir Menschen, wo wollen wir hin, wie wollen wir in Zukunft mit der Erde und den Meeren leben. Es ist ja so, dass bei der wachsenden Weltbevölkerung, bei all den großen Problemen wie Klimawandel, Vermüllung, Vergiftung der Umwelt, es immer wieder darum geht, andere Regeln zu bestimmen, andere Arten des Umgangs mit der Natur herauszufinden. Und da ist Wissen ein ganz wesentlicher Schritt. Dieses Wissen will Antje Boetius weitergeben an möglichst viele Menschen. Informieren, überzeugen, Veränderungen bewirken. Das heißt, mit allen sprechen. Mit der Politik, mit Medien, mit jungen Menschen. Und dabei auch mal ungewohnte Wege gehen. Auch dorthin, wo Wissenschaft und Forschung sonst wenig vorkommen. Zuerst war ich nervös, als ich anfing, Kindersendungen zu machen und Unterhaltungsshows. Dann habe ich gedacht, was denken andere Wissenschaftler von mir? Finden die das albern? Finden die, ich mache mich lächerlich mit solchen Aktionen? Aber dann habe ich festgestellt, da ist auch viel Respekt dabei. Denn wenn man mal wirklich das Fernsehen analysiert, wir Wissenschaftler kommen da praktisch gar nicht vor. Wann sind wir mal in der Tagesschau? Wann sind wir mal in der Talkshow? Das ist so selten. Und ich bin irgendwie stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Wissenschaftskommunikation und Medien, das ist ein ständiges Geben und Nehmen natürlich. Auf der einen Seite geht es darum, dass man versucht, Entdeckungen direkt zu präsentieren, die aufregend zu machen und das Bild des Wissenschaftlers in die Öffentlichkeit zu tragen. Und auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, es macht meine Forschung besser, wenn ich kurze Fragen gestellt bekomme und ich muss nachdenken, wie bringe ich das jetzt auf den Punkt, was ich da tue. Deswegen, ja, es ist ein Geben und Nehmen. Wir müssen uns beide weiterhelfen, der Wahrheit näher zu kommen.